Servus Leute, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, die Special Edition auf der PlayStation 4. Ja, ich bin wieder mal in meiner Dedra-Rüstung unterwegs, habe mir jetzt auch Dedra-Pfeile gemacht. Und ja, seit dem letzten Part habe ich wieder ein bisschen gelevelt. Nämlich habe ich jetzt hier einiges auf 100 und Level 170 bin ich Hauptlevel. Ich habe Illusion auf 100, Beschwörung auf 100, Zerstörung auf 100, Wiederherstellung auf 100, Veränderung auf 100, Verzauberung, ja. Ein paar Sachen fehlen mir noch, nämlich zweihändig. Da habe ich für die Sachen, die mir noch fehlen, da habe ich noch keine schnelle Möglichkeit gefunden, die hochzuleveln. Das heißt, die werde ich dann, also die muss ich dann einfach so beim Kämpfen hochleveln. Da gibt es keine schnelle Möglichkeit. Schießkunst. Also mir fehlt noch zweihändig, einhändig Schießkunst und Schlossknacken. Alle anderen Skills habe ich schon auf 100, weil es sehr einfache Methoden gibt, die schnell hoch zu leveln. Ja, weil ihr wissen wollt, wie man die Skills schnell hochlevelt, dann lasst es mich wissen. Vielleicht habe ich zu diesem Zeitpunkt schon so ein Guide-Video draußen. Also falls Interesse besteht, dann kann ich so Videos machen, wie man schnell Blocken auf 100 bekommt oder wie man schnell Veränderungen auf 100 bekommt oder wie man schnell Zerstörung auf 100 bekommt. Ja, je nachdem. Also Illusion ist ganz einfach auf 100 zu bekommen. Veränderung eigentlich auch. Zerstörung und Wiederherstellung dauert einige Zeit. Beschwörung kann man auch schnell hochleveln, Illusion auch. Alchemie sowieso mit einem kleinen Trick. Redekunst kann man auch schnell hochleveln, nachdem man hier einen Trick mit Alchemie gemacht hat. Für Taschendiebstahl gibt es auch einen schnellen Trick, wo man innerhalb von 10 Minuten Level 100 ist. Schlossknacken ist schwierig, Schleichen gibt es auch einen ganz einfachen Trick. Und leichte Rüstung und schwere Rüstung und Blocken. Da habe ich eigentlich das gleiche gemacht, nämlich eine Wache angreifen in einer Stadt und dann herumrennen, bis so 6, 7, 8 Wachen auf einen losgehen und dann für Blocken einfach die ganze Zeit mit dem Schild blocken. Oder für die Rüstung einfach die ganze Zeit einen Wiederherstellungszauber einsetzen und angreifen lassen. Ja. Ja. Wenn man hier die Verzauberungen auf 100 hat, also Veränderung 100, Wiederherstellung 100, Zerstörung 100, Beschwörung 100, Illusion 100, sobald man eines davon auf 100 hat, bekommt man beim Lehrer der jeweiligen Klasse dann noch eine Quest und nach der Quest bekommt man dann die Meisterzauber dieser Fähigkeit. Also wenn ich jetzt... Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne Furcht vor Verfolgung nachgehen kann. Okay, das ist nämlich der Beschwörer-Lehrer. Dieses Portal war nur ein Missverständnis. Ganz gleich, was die Wachen behaupten. Und da wir Beschwörung auf 100 haben, können wir den jetzt fragen, was gibt es sonst noch über Beschwörungsmagie zu lernen? Das geht erst, wenn man Level 100 ist. Wie schnell ihr gelernt habt. Äußerst beeindruckend. Es gibt noch weitere Zauber zu lernen, mächtige Zauber, die Wesen noch stärker und dauerhafter eurem Willen unterwerfen können. Okay. Doch es gibt Risiken. Es gibt immer Risiken. Risiken? Ihr müsst einen ungebundenen Dremora beschwören und befehligen. Okay. Toll. Wie mache ich das? Ich bringe euch den Zauber zum Beschwören des Dremora bei. Okay. Allerdings funktioniert er nur an einem für dieses Ereignis speziell vorbereiteten Ort. Okay. Wenn ihr den Dremora beschworen habt, befehlt ihr ihm, einen Siegelstein aus einem Oblivion-Tor zu holen. Sobald ich den Siegelstein habe, werde ich die Zauber für euch aufschreiben. Okay, wenn ihr einen Siegelstein braucht, warum macht ihr das? Macht ihr es dann nicht? Weil ich nicht zu Schaden kommen möchte. Okay.
Das Beschwören eines ungebundenen Dremora ist nicht mit normalen Beschwörungszaubern zu vergleichen. Er wird nicht einfach tun, was ihr ihm gebietet. Okay. Ihr müsst erst beweisen, dass ihr die Kontrolle über ihn habt. Hier ist der Zauber, den ihr benötigt. Begebt euch zur obersten Ebene der Halle der Leistung. Ich habe dort einen Ort für euch vorbereitet. Okay. Wenn... So, wir haben jetzt den Zauber bekommen. Wo ist er denn? Ungebundenen Dremora beschwören. Mich nun entschuldigen würdet. So. Diese Quest habe ich noch nie gemacht. Damals, wie ich Skyrim auf der PlayStation 3 gespielt habe, habe ich nur Zerstörung auf 100 gehabt und dort die Meisterzauber gelernt, aber das hier habe ich nie gelernt. Wo muss ich jetzt hin? Hier rauf oder was? Okay. Ich muss hier rauf. Okay, ich glaube, hier kann ich ihn benutzen. Okay. Ich werde jetzt schnell speichern und dann benutzen wir den Zauber mal. Ihr wagt es, mich hierher zu bringen? Dafür müsst ihr bestraft werden. Okay. Ihr werdet mir gehorchen. Ich diene keinem Sterblichen. Euer Ende ist gekommen. Okay. Mein Sterblicher. Ach ja, ich spiele mittlerweile auf Stufe Legendär, weil ich ja Level 170 bin und ich habe die ganze, also sehr viel in Gesundheit investiert, deshalb habe ich 1080 Gesundheit. Deshalb spiele ich jetzt auf Legendär, weil es sonst zu einfach ist. Wenn ich noch weiter level, dann werde ich ein paar Mods installieren. Bis jetzt habe ich ohne Mods gespielt, aber ich könnte dann ein paar Mods installieren, damit es nicht zu einfach wird, wenn ich noch mehr hochlevel. Okay, ich greife mal zur Waffe zurück. Ich werde mal hier meinen Zweihänder nehmen. Ja, so kann ich auch zweihändig ein bisschen trainieren. So, mal sehen, wie viel ich den abziehen muss, damit er mir gehorcht. Oh ja, so mache ich dich fast fertig. So, gibst du auf oder was? Nein? Der will nicht aufgeben. Gibst du auf? Nein! Nicht durch einen Sterblichen! Oh doch. Ihr seid schwach, Sterblicher! Nee. Nein! Nicht durch einen Sterblichen! Gehorchst du mir? Okay, jetzt haut er ab.
Scheiße, warum haut er jetzt ab? Wo ist der jetzt hin? Er ist weg. Habt ihr etwas gehört? Was war das? Ich werde euch umbringen, das schwöre ich. Wo ist der jetzt? Ich sehe ihn nicht. Ah, hier oben ist er. Später. So, was ist jetzt? Habe ich das jetzt geschafft oder nicht? Ich bin nicht euer Spielzeug. Oh, oh doch. Gebt zu, dass ich euch in meine Gewalt habe. Zuerst reiße ich euch das Herz heraus. Euer Ende. Ah. Okay. Gekommen, wie es aussieht, hat es nicht funktioniert. Okay, damit es jetzt ein bisschen schneller geht, durch die Schwierigkeitsstufe niedriger. Ich habe keine Lust jetzt wieder gegen den so lange zu kämpfen. Bist du eingefroren? Oh je. So, ich hoffe, wenn ich den jetzt beschwöre, dass er mir dann gehorcht. Schnell speichern. Ihr könnt nicht mit mir spielen. Oh doch. Unterwerft ihr euch jetzt oder muss ich euch schon wieder verbannen? Ich beuge mich. Wie lautet euer Befehl, Meister? Bringt mir einen Siegelstein. Sofort. Ja, mein Herr. Wenn ihr mich erneut ruft, werde ich euren Stein haben. Perfekt. Ja, jetzt muss ich diesen Telemora, wie es aussieht, zweimal... So, jetzt habe ich wieder auf legendär umgestellt. Nämlich musste ich den jetzt zweimal besiegen, wie es aussieht. Und jetzt gehorcht er mir endlich und ja... Wenn ich ihn wieder beschwere, hat er meinen Stein. Mal sehen, ob er ihn schon hat. Euer Siegelstein. Fürst Dagon ist über seinen Verlust nicht sehr erfreut. Okay. Euer Siegelstein. Fürst Dagon ist über seinen Verlust nicht sehr erfreut. Das tut mir aber leid für ihn. Siegelstein. Ja, ja. Fürst Dagon ist über seinen Verlust nicht sehr erfreut. Wie oft will er das noch sagen? So, jetzt geht's zurück. Zu dem Beschwörungslehrer. Sorry, Leute.
So, wo ist er denn? Da ist er. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne vor Verfolgung nachgehen kann. Ich habe euren Siegelstein. Meinen? Oh nein, der Stein gehört euch. Ich muss ihn mir nur kurz ausleihen. Dann sehen wir mal, was es zu sehen gibt. Diese Sache in Mortal war nur ein Missverständnis. Ganz gleich, was die Wachen behaupten. Okay. Ich habe dir den Stein gegeben und du gehst schlafen, oder was? Alter, steh auf. Die Leute in Himmelsrand. Was habt ihr gesehen? Ich habe das Wissen, das ich benötige. Ihr könnt also euren Stein zurückhaben. Nehmt auch bitte dies. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Zauberbuch Flamentina hinzugefügt. Mhm. Okay. Solltet ihr jemals einem bedauerlichen Unfall zum Opfer fallen, werden eure Überreste eine sinnvolle Verwendung finden. Okay. So, jetzt habe ich eine neue Beschwörung gelernt, nämlich... Wo ist das? Achso. Ich krieg es, glaube ich, in Buchform, oder? Da. Flamentina beschwört einen permanenten Feueratron nach. Toll. Was? Ja, der ist permanent, das heißt, er ist die ganze Zeit da. Tremorov ist das Experte, Flamentina ist Meisterstufe. Ja. Diesen ungebundenen Tremora kann ich auch jederzeit beschwören. Der ist nämlich für 999 Sekunden an meiner Seite und der andere Tremorov ist nur 120 Sekunden. Ja. Spreche ich. Sonst habe ich nichts Neues gelernt. Schade. Okay, wie auch immer. So, wo ist die Zerstörungsmagie-Lehrerin hier? Mirabelle leistet wohl gute Arbeit als Hochmagier. Aber es gibt natürlich immer Platz für Verbesserungen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wer Mirabels Nachfolger werden wird. Sicher wird sie eines Tages zum Erzmagier befördert. Okay.